Leckerkuchen genießen, auch ohne Gluten, muss auch mal sein, haben sich ja auch schon viele von euch gewünscht. Und drum gibt's heute eine tolle Schoko-Verführung mit Brombeeren, kann ich euch sagen. Und dafür bereiten wir uns schon mal gleich die Springform vor. Da brauchen wir nämlich unten ein Stückchen rundes Backpapier. Und da zeichne ich mir das immer so ein bisschen mit dem Stift an. Und dann passt das super unten rein. Rolle, Rolle, Rolle. Muss man mal ein bisschen gucken. Ich nehme immer gerne so die Backpapierzuschnitte da zum Schneiden. Da brauchen wir auch bloß unten drauflegen. Brauchen wir auch nicht groß buttern, damit wir unseren Kuchen später schön rausbringen aus der Form. Schoße drin, ne? Vorbereitet, kann man zur Seite stellen. Und dann hauen wir uns auch gleich die Butter in den Topf, weil die müssen wir uns nämlich einfach bloß wieder ein bisschen flüssig auflösen, ne? Flüssig auflösen, ja, wie ne sonst, Joanna. Ach Gott, habt ihr euch schon mal was? Trocken aufgelöst? Wie soll's auch anders? Wein, 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 Wein. Nee, Wein gibt's heute nicht, Joanna. Sein, Mensch. Weiter geht's mit den Eier. Zucker und Vanillezucker dazu. Und so richtig schön schaumig schlage. Mensch, du, guck mal, ist der schön fluffig, kann ich das sagen hier, ne? Ja, bitte? Ja, ich wollte nur mal fragen, ob ich jetzt auch mal wieder so ein schönes Rezept zeigen kann. Ich steht euch so gerne die Dresdner Eierschecke zeigen von der Oma. Ja, Jacqueline, das kann ich nicht entscheiden, ob die Zuschauer dich nochmal wiedersehen wollen. Also wegen zwei Mann machen wir es nicht, aber wenn er jetzt ganz viel reinschreibt, ja, wir wollen die Jacqueline sehen, dann kommt die bestimmt bald mit ihrem leckeren Rezept um die Ecke und diese Dresdner Eierstecke ist ja echt der Hammer, ne? Und ich könnte mal wieder Pause machen. Na gut, ich putz halt dann durch. Weiter geht's bei uns und zwar mit unseren gemahlenen Haselnüssen. Ihr könnt natürlich auch Mandeln nehmen, da tun wir ein bisschen Backpulver dazu, Salz, Stärke und das tun wir alles ein bisschen unerheben, ne? Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 165 Grad Umluft. Und dann tun wir als erstes mal langsam unsere Butter so ein bisschen unterheben, aber tröpfelsweise, weil die ist ja immer noch so ein bisschen heiß. Und dann geht schon weiter löffelweise auch dann unsere Mischung rein und auch schön vorsichtig einfach unterhebe. Jetzt kommen dann noch unsere leckeren Schokostreusel dazu, weil es soll ja eine Schokoladenverführung werden. Und auch vorsichtig unterheben, ne? Gar nicht so viel rühren, ne? Und dann geben wir unseren Teig schon gleich zack, zack in die Form. Und wie soll es auch anders sein? Jetzt geht's ab in den Ofen. Au, den müssen wir natürlich jetzt noch ein bisschen abkühlen lassen, den Kuchen. Dann machen wir uns so richtig schön hübsch. Dafür habe ich jetzt hier zwei Beutelchen Küchenglasur. Oh Gott, nee, Küchenglasur. Da kann man die ganze Küche mit glasieren oder was, Joanna? Nein, nur den Kuchen. Aber das kann natürlich passieren, weil der muss natürlich Mikrowellen geeignet sein oder die Glasur, weil sonst macht es nämlich in der Mikrowelle Pritzelbratzel. Eine schwarze Verführung in sternklarer Sommernacht. Einfach herrlich. Ciao, macht's gut. Da könnte ich euch die Dresdner Eierschecke kaufen. Nee, meine Güte.